geht um individuellen Ausdruck, also das, was quasi in einem schlummert, nach draußen zu bringen. Mit welchen Mitteln auch immer. Es gibt Menschen, die müssen malen, es gibt Menschen, die müssen tanzen, andere müssen schauspielern. Zeichnen ist für mich so ein bisschen wie Zuschauen, Entspannen, Nachdenken, also total runterkommen und abschalten. Es ist ein wunderbares Kontrastprogramm zum, perfektionistischen Anspruch der Berufswelt. Ich war auch früher totaler Perfektionist, habe ich durch das Zeichnen, durch das Skizzieren vollkommen abgelegt. Ich habe immer eine kleine Bauchtasche dabei. Da ist grundsätzlich ein kleines Skizzenbuch von C. White of Brighton drin. Und ohne dieses kleine Skizzenbuch verlasse ich das Haus buchstäblich nicht mehr, weil ich tatsächlich dann immer gewappnet bin. Dadurch gibt es auch keine ungenutzte Wartezeit mehr. Also das Skizzenbuch wird dann rausgeholt und so wird die Wartezeit zur kreativ genutzten Auszeit. Also Workshops zu machen, ist absolut mein Ding. Leuten Motivation mitzugeben, auch dieses Gefühl, das ich selber erlebt habe, weitergeben zu können, diesen Spaß am Zeichnen und diese gesteigerte Lebensfreude durchs Zeichnen. Finde ich einfach super, das machen zu dürfen. Es ist stimmungsabhängig, aber so allgemein muss ich sagen, Menschen zeichnen ist ein Thema, das mir unheimlich viel Spaß macht, weil ich Menschen allgemein sehr, sehr mag. Ich habe mich quasi von drinnen nach draußen gearbeitet. Ich habe quasi ein bisschen zeichnerische Sicherheit gewonnen, indem ich erstmal meine Hunde im sicheren Terrain sozusagen gezeichnet habe. Ich finde es sehr angenehm, sehr schön. Man kommt ganz toll mit Leuten ins Gespräch. Also ich habe da wirklich die schönsten Geschichten schon erlebt, auf diese Art und Weise, mit Wildfremden in Kontakt zu kommen durch das Zeichnen. Also jeder Mensch hat ja seine ganz persönliche Eigenheit. Jeder hat was Besonderes und jeder ist auf seine ganz persönliche Art und Weise interessant und unwiederbringlich. Also jeder ist ein Unikat. Es lässt sich im Prinzip auf alles andere übertragen. Wie gesagt, das ist immer so dieser einmalige Moment. Das ist ein bestimmtes Licht, wie von Licht und Schatten. Bestimmte Strukturen, die mich ansprechen, die interessant sind. Und es kann tatsächlich sein, dass ich auch wirklich Lust habe, im jeweiligen Moment komplett absurde Dinge zu zeichnen. Ich habe zum Beispiel eine Serie gemacht von Klorollen auf dem Toilettenrollenhalter, einfach weil ich das toll fand, wie da das Toilettenpapier quasi so in Kurven runterfiel. Also das Thema Vergänglichkeit ist auch etwas, hat wahrscheinlich auch mit fortschreitendem Alter zu tun und mit so gewissen Lebenserfahrungen, dass man mit dem Thema etwas näher rückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen habe ich auch viele Zeichnungen drin von Tieren, die zum Beispiel unsere sehr aktive Hündin leider immer wieder anschleppt, die dann nicht mehr so ganz lebendig sind. Und die zeichne ich dann ganz gerne immer wieder, damit sie nicht umsonst gestorben sind. Ohne Kunst oder ohne Zeichnung könnte ich mir mein Leben definitiv nicht mehr vorstellen. Das wäre dann bloße Existenz, aber es hätte mit Leben im eigentlichen Sinne, im Sinne von Genuss und sich selbst zu definieren, wenig zu tun.